Hallo Freunde, willkommen zurück zu einer neuen Folge. Wipe 2. So. Ja. Wir haben diese das Kapitel 10 ab. Wieder eine Bronze mehr. 59, genau. So. Alle Sammelobjekte bis auf 1 und das kriegen wir. Das ist im letzten Kapitel. Ich tank tiefer und ein heller Ballon am Himmel schwebt und sinkt tiefer mehr von Night Springs. Falls vor dieser Schläfer die Oberfläche wurde gestört, diese Reflexion ist nur ein Verräter. Klappen denn doch. Nein, dieses Ritual wird nicht warten. Wie ein Fluch, der auf mir lastet. So. Also im Guide wird empfohlen, wenn ihr jetzt noch irgendetwas erledigen müsst im Spiel. Dann solltet ihr das jetzt tun. Ein Gedicht erzählt uns von einem Ozean, Schatten und Dunkel, ständig auf Suche nach einem Weg, das Licht zu seiner Liebe. Genau. Also ihr müsst, wie gesagt, wenn ihr Sachen erledigt, wollt ihr jetzt machen. In New York mit Allen. Sonst ist es dann rum. Minum. Bestimmt von oben rein. Vielleicht müssen wir einfach die Szene ändern. Was soll ich jetzt der Großmeister anmachen? Gut. Szene und Geschichte änderten sich. Ah, Mist! Aber ich wollte es versuchen. Jetzt mehrfach zu Beginn. Gefangen in einer postmodernen Detektivgeschichte. Welch Ironie. Ich fühlte mich von einem unbekannten Publikum beobachtet. Ich wollte mich zur versteckten Kamera drehen und brüllen. Aber ich wusste nicht, wo ich die vierte Wand durchbrechen könnte. Es würde für Casey immer noch einen Fall geben. In dieser dunklen Stadt wimmelte es von Geschichten. Die Nacht hieß mich willkommen. Ich lief in ihre Arme. Abspann. So, jetzt muss ich erstmal die Nachrichten abmachen. Kann ich immer noch hier aus dem Studio noch.
irgendein Ding muss mich da herausfinden, oder? Kurios. Oh, hier gibt es auf jeden Fall wieder viele Echolot, another way. Oh. Mal gucken, was wir mal mitnehmen können. So. Mal speichern. Das Beschissene ist aufgrund der Soundproblematik. Kriege ich ihn nicht raus, wo die Echo sagt. Oh Gott. Also. Der Dunkelblock verließ dich nicht, ja, durch. Ja. So, Friends. Machen wir kurz was zu Puten reinrennen. Und wie ihr schon hörtet, läutete das Telefon. Also wir müssen jetzt zum Fire-Mentor. Irgendwas im großen Safe. Ja. Du kommst nicht wieder hin. Dein Weg wird direkt in die Hölle gehen, wo wir sollen.
So, die Behälter, die es auf der Karte sind, versuchen wir eventuell noch zu holen. Außer es ist zu risky. Gut. Das Ding hat sich wahrscheinlich dann erledigt. Boah, wir können natürlich auch einfach. Ich will jetzt hier mal große Experimente machen. Einfach durchrennen. Mal gucken wir im Endeffekt, was bringt denn das, den scheiß Behälter einzusammeln? Real Talk. Wenn du dadurch mehr einbüßt wie vorher. Also du verlierst Loot, du verlierst Money, Energie. Ich glaube, ich habe nie gespeichert hier, als wir raus waren aus dem Asshole. Stand im Kino, oder? Oh ja. Gut, Rock beschissen. Renn durch jetzt. Eigentlich schon wieder mitten das Telefonat an. Ein Bumsstück Scheiß. Natürlich stehen sie schon hinter der Tür. Und was ist denn da? We can another way. Oh. Leiden ja ganz verlangt. Ich guck mal, ob wir schon einen Behälter finden, den sie uns auf der Karte angezeigt hat. Der aber quasi nicht existent war. Da ist er. In der Telefonzelle. In der Telefonzelle. Aha, mit null Loot drinne. Boah, vor allen Dingen, wir kriegen ihn mal in die Presse noch und passt ganz energieleist gekippt. Was? Hohensöhnisch. 5000. Also wir gehen jetzt hier drüben zu Weihnachten im Schuhkarton. Weiter erstmal. Alter, langsam bin ich froh, wenn ich Symptome habe, sag ich euch so, wie es ist.
So schön mitlesen. Sehen wir es nicht und Scratch auch nicht. Ah, mit CC nicht. Ich verstehe nicht. Ich verstehe einiges nicht. Die dunkle Rund besteht aus Schleife. Die Zeit ist eine Geschichte. Ich rufe die von einem anderen Zeitpunkt aus an. Aus der Zukunft. Ich komme ja nie raus, oder? Doch, werden sie. Und nein, werden sie nicht. Hängt von ihrer Entscheidung ab. Was bedeutet das? Tut mir leid, wenn sie durchmachen. Alles wird sie sich schon im Keller der Talkshow-Studios gefunden haben, wo sie zum Parlament tauchen und sie in den Schuhkarton bei ihrer Statue legen. Wir helfen und Alice und Sarah Anderson. Da ist nichts. Den Schuhkarton auf dem Plan. Was ist zum Kerl? Alan Wake, another way. Oh. Achso, ich kann da mal. Geschlossen. Na klar. Nein. Ja, jetzt kann man nicht mehr reden, doch. Das fehlt da. Muss irgendwie hinein. Bestimmt wir irgendwie eine Infotür oder so. Dann laufen wir schön Slalom. Oh, eine Kiste. Mit, oh, diesmal gibt's Loot. Ah, 8-mal Schrotgewehrmuni. Da muss ich erstmal zu Weihnachten im Schuhkarton. Boah, halt die Fresse. Boah, ist schon blendentechnisch. Können wir abreißen. Telefonat lässt Bilder zur Statue pass. Kommt da. Aha.
Läuft ein Stück weiter zum Taubenball. Aha, ihr könnt noch mit Rätseln sein. Aber weiter geht es bei ihm erst einmal nicht. Ah ja. Okay, das ist jetzt quasi, Obacht. The Point of No Return für Alan. Meine Friends. Wir müssen jetzt die Bilder hier auf die Statue legen. Fahrtour, weil du das noch im Freien. Ja. Weihnachten im Schuhkarton. Was hat's? Ja. Ach, das haben wir schon gemacht, die Beschwörung. Das Horas ist jetzt irgendwie rein und nach oben durch die Tür. Ja, Freunde, ich würde sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Bis dahin, lasst ihr gerne ein Abo auf dem Kanal da. Haut rein, bleibt da geil. Danke fürs Abonnieren. Nur Liebe für euch und Peace, Peace, euer.